Moin meine Leute, herzlich willkommen zur Folge 3 unserer Minecraft Adventure Map und ich hoffe, wir schaffen es jetzt endlich alles hinzukriegen, dass wir die Aufnahme auch weiterführen können. Jo. Gui wieder an und nicht die Aufnahme wieder aus. Wir wollten letzte Folge hier rein, wenn ich mich recht entsinne. Schwierigkeit ist hochgesetzt. Hier, aha. Ja, Kommandoblocks gehen alle. Ich lauf mal hier rein und guck mal, was es hier gibt. Genau, hier habe ich letztens irgendwas gefunden. Sergios Notiz. Ich lese mal vor. Nun, da ich alles verloren habe, blicke ich dem Tod in dieser Gruft des Grauens entgegen. Mein Schicksal ist nun endgültig besiegelt. Ich bin verdammt, hier auf meinen Tod zu warten. Zu Unrecht wurde ich hier verbannt. Während meines Aufenthalts habe ich in einer Geheimbücherei zwei Schalter gefunden. Egal wie sehr ich mich aber anstrenge, mir bleibt der Zugang zu. Ist doch in Deutsch. Mir bleibt der Zugang zu. Achso, zu ihnen verwehrt. Was auch immer diese Schalter bewirken mögen. Ich werde es nie erfahren. So, Monster sind auch wieder an. Ey, warte mal. Eben zu der Bücherei. Die ist hier unten. Da war ich letzte Folge schon drin. Und hier sind diese beiden Dinger. Wenn die aus sind, dann geht die Tür auf. Cool. Komm mit. Oh, und ich hab hier da schon sind ein paar Skeletonis. Und ich habe hier schon alles geleert. Nicht wundern. So, macht's mal wieder aus. Und ich habe einen Schalter habe ich gefunden, den habe ich auch gedrückt. Ich weiß nur nicht, wo der zweite sein soll. Ich war ja nicht ganz fertig, wenn es die Auflage. Also dein, oh, das ist dein Creeper. Hast du das Creeper-Blöcke zerstören dann ausgemacht? Nö. Ach, ich hatte es nicht nochmal die Aufnahme neu, ist mir jetzt egal. Euch, also nur Creeper ungefähr. Warte, ich soll ich mal. Ist er da? Ah! Ha, sie können keine Blöcke zerstören. Cool, hab ich doch rausgemacht. Vorsicht, Creeper Explosion. Ha, tot. Hallo, Freunde, Schalter. Genau, den hab ich auch. Nein, stopp. Achso. Der ist aus, glaube ich. Keine Ahnung. So rum war der. So rum hab ich den nämlich. Lol. Das ist ja wie so ein Riesenlabyrinth praktisch. So, warte mal. Wir sind jetzt hier zum zweiten. Ich hätte eine Idee. Hä? Hier drüben auf den Kopf. Dann hier. Und dann. Also, einen kleinen Jump'n'Run mit eingebaut. Hier oben drauf. Aber wo dann hin? Weil ich mich da raufkommen würde. Brauchst du gar nicht versuchen, weil hier oben kommt man, glaube ich, gar nicht drauf. Nicht? Was denn? Hier geht ein Weg hoch. Guck mal hier. Drüben. Ah. Sogar noch beleuchtet für die Blöden. So, warte mal. Da ist ein Schalter. Ich hab. Lol. Bin runtergefallen. Wo ist ein Schalter? Hier drüben, der genau auf der anderen Seite des Dings an der Decke. Ach, da, ich sehe ihn. Hast du ihn gedrückt? Nee, ich lauf gerade hin. Wäre komisch, wenn ich jetzt verrecken würde. Sauber. Hast du ihn? Supidupi, jetzt können wir auch schon direkt drüber spurten. Ja, wenn das Rätsel von deinem Buch stimmt, nicht. Doch. Doch, siehst du doch. Dann war der Typ einfach nur zu dumm. Ja, da war echt dieser Sergio. Sollte gerade irgendwas passieren? Hier ist gerade irgendwas. Boah, Skelett. Also, boah, das ist noch Game Mode 1. Boah, das tut mir echt leid. So. Kettenrüstung. Enchanted. Torns. Oh, das finde ich sehr schön. Torns ist nämlich der Effekt, wenn dich jemand schlägt, bekommt er den Schaden. Echt? Ja. Übrigens, du musst noch Adventure Mode machen. Ach so, Adventure Mode. Ich habe nur normalen Mode. So. Jo. Also wir vermuten gerade, ist leider das Problem, dass anscheinend in diesen Spendern hier überall Zombie-Eier sein sollten, wofür auch diese Pressure Plate hier anscheinend ist. Ich weiß nicht, vielleicht sind die auch schon leer gespawnt beim Test oder was weiß ich. Ich weiß es ja nicht, ist, also das ist eigentlich unmöglich. Ist hier sonst nichts mehr drin? Weil das ist ja nur so ein Secret, glaube ich. Ja, das ist eigentlich nur ein Secret. Da würde ich sagen, können wir zu diesem komischen Sandtempel jetzt gehen. Ich habe mir die Zeit nicht gestellt. Das ist natürlich etwas suboptimal. Du weißt nicht, wie lange wir jetzt ungefähr in der Aufnahme sind. Was ist los? Du weißt nicht, wie lange wir jetzt ungefähr in der Aufnahme sind. 5, maximal 10 Minuten, wieso? Ach, dann wenn ich überziehen, weil, obwohl die Folge sollen ja sowieso länger werden, also von daher. Ja, 20 Minuten haben wir ja gesagt.
Ja, stimmt. Ich schätze, diese Folge, also ab dieser Folge werden die Folgen 20 Minuten lang sein, da ich genug Videomaterial zur Verfügung haben werde, hoffe ich. Kommen wir sprinten mal kurz rüber zu, ja genau, zu diesem komischen Sandtempel. Sprint jumpt nicht so viel, sonst haben wir kein Essen mehr. Aua. Klatsch. Ja, wenn du kein Essen mehr hast, guck mal hier, ich habe so eine schöne Angel gekauft. Ach stimmt, die haben wir ja gekauft in der letzten Folge. Sandtempel, sieht hübsch aus. Warte mal, ich angle mir gerade nochmal einen Fisch hier. Ja, den müssen wir ja dann braten. Ja, deswegen habe ich auch Kohle gegeben. Ich habe... Ah, dann habe ich ja schon zwei Kohle. So. Oh, jetzt will ich keinen Fisch anbeißen. Ach komm, einfach in den Sandtempel hier rein. Gute Nacht, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich warte hier mal auf dich. Ja, klar, klar. Muss wieder allein spielen. Die kann man richtig gut auf Ninja machen. Wo bist denn du? Hier! Scheiße! Wie kamst du denn da hoch? Da war ich angelaufen. Okay, Troll. Was ist da? Oh, hier unten ist ein Exit. Ja. Okay. Und eine Endertruhe. Endertruhe, direkt mal Diamanten rein. Oh, ich habe ja mehr als genug Essen dabei. Und? Safe Spawn gesetzt? Ja, habe ich auch. Gut. Oh, da ist ein Jump'n'Run. Ein kleiner. Vielleicht kann man mit Pfeilen Knöpfe aktivieren? Ja, kann man. Ich habe gerade irgendwas mit dem aktiviert, aber ich glaube, das war nicht so gedacht. Warte mal kurz. Lol. Doch, du musst es aufmachen. Ah, dann cool. Ah, guck mal hier. Ich sogar weitergedacht. Bist du durch? Also hier ist jetzt wieder nichts. Nee, hier ist die erste Goldtür hier aufgemacht anscheinend. Hier ist wieder nichts drin, also ganz ehrlich, hier erwecke die Geister und der Schatz ist dein. Oh, lololol. Alter, das sind diese komischen Blaze-Dinger. Ich mag die überhaupt gar nicht, weil die einfach übelst stark sind. Achtung, ich will dir keinen Schaden geben. Okay, ich gehe mal hier rein. Ach, das gibt noch ein schönes Adventure. Oh, hier ist ein Schatz gewesen. Oh, ich komme hier schon raus, oder? Hilfe! Wie hast du den Block hier weggemacht? Den Goldblock? Weiß ich nicht. Vielleicht mit dem Knopf. Dann mach den mal wieder weg. Ja, ich hab den nur, der Knopf ist ja nur einmal kurz aktiviert worden. Vielleicht war es. Der Schalter da drüben. Das war bestimmt eine Falle. Ach, hier ist noch ein Schalter. Nein. Hier bei dem Raum vorher, wo die Place kam. Ich hab den nicht aufgemacht. Ich wusste nur, dass da was ist. Achso, du meinst den hier. Ja, danke schön. Da war nämlich irgendwie eine Truhe, da war ganz viel Zeug drin. Da war noch ein Enchantment Table, also ein Bottle of Experience drin. Kein Enchantment Table? Nein, aber Bottle of Experience. Weil das wäre nämlich praktisch, weil ich habe schon zwei Level, die könnte ich dann drauf machen. Ich habe jetzt vier Level. Oh. Okay. Nein, du kannst. Ah, okay, du hast auf den Steinbutton hier gefeuert. Nein, da habe ich eben gerade nur ausprobiert. Ja, auf Steinbutton kannst du nicht aktivieren, aber nur Holzplatten. Also Holz. Aber ich habe vorhin auf den Knopf geschossen. Oh, bring nochmal bitte. Okay, ich bin oben. Hey, wie soll ich das hochkommen? Guck mal, ob du von oben drücken kannst. Nee, ja, kann ich. Oh, bei mir leckt's gerade. Okay. Ja, bei mir leckt's gerade. Ich kann den Knopf nicht drücken. Kann man den Knopf nur mit einer leeren Hand drücken oder was? Mhm. Doch, jetzt geht's. Boah. Oh, wir blieben ziemlich lange ausgefahren. Ist nichts mehr dran. Ich gedrückt habe, ja, dauerhaft. Ach so. Ja. Hier kann man noch irgendwie rumspringen. Noch. Ja. Oh. Guck mal, wenn wir überregen, wir solche kleinen Sprüngchen auf. Und es gibt echt schwierigere Adventure-Maps, muss man ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Oh, ich hab den Weg, und eine kleine Ender-Chest und den Spawn gesetzt. Renne schnell und du wirst es schaffen. Warte auf mich, Ja, ich warte. Zurück zum Eingang? Fragezeichen. Was? Nein, ich möchte nicht zurück zum Eingang. Oh, wieso bleib ich denn da oben an der Wand hängen? Was soll denn das? Das schaffst du. Ah, jetzt ja aber. Oh, das ist aber tricky hier. Da drüben hin. Sprint Jump. Wenn es möglich ist. Verdammt.
Ja, ist möglich, ist möglich. Ich hab nur zu früh gedrückt. Oh, wieso läuft, wieso springt der nicht? Dindilindilin. Müssen wir so Tetris-Musik einfügen. Dindilindilindilindilindilindin. So. Oh, du backst bei mir gerade im Boden, ist witzig. Ach so, ich würde sagen. Renn! Ich hab einen Trank, der Renn! Warum soll ich rennen? Weil hier unten ein Creepermann steht. Der gerade explodiert ist. Renn schnell und du wirst es schaffen. Drück mir mal, was du gerade gedrückt hast. Warte mal, ich gebe mal gerade Geschwindigkeit und. Moment. Was passiert nichts da? Ah ja, genau das da, yes, genau, das meine ich. Mach nochmal, ich komme ja hier hoch. Wie nochmal? So, ja, jetzt bin ich hier hochgekommen. Und hier ist noch irgend so ein Adventure. Lol, bei mir ist das nicht mehr ausgefahren. Das, ich weiß nicht, ob das, wie du jetzt da hochkommen sollst. Ja, das ist auf Zeit, das ist auf Zeit. Guck, du musst da vorne so einen Button drücken. Ach, deswegen rennen. Ja, genau, weil das ist auf Zeit. Okay, ich hab gedrückt und ich renne. Oh, das ist ein komischer. Bin fast da. Boah, die Kurven sind aber fies, ey. Okay, ich bin da. Fahr aus. Und ich bin oben. Oh, das wird schwer, dieser Jump hier. Ah, gepackt. Hey! Super! Yeah. Das war's! Sag mir bitte. Wieso sehe ich das nie? Lol, du hast die Pfeile geklaut. Hast du irgendwelche Tränke oder so? Nur zwei Healings. Kannst du mir mal einen geben? Ja, noch warte ich schwer. Oder irgendwas, was du halt, was ich auch gebrauchen könnte. Danke. Ja, warte mal, ich gebe nur zwei goldene Äpfel hier. Genau. So. Vielen Dank. Müssen wir wieder zurück? Zurück, ja. Klatsch, klatsch. Oh, aua. Oh, fast auf, nicht in die Lava fallen. Okay. Wir hätten es auch einfach machen können und oben einfach vom Dach springen können. Das habe ich gerade gemacht. Aua, ich habe gerade Schaden von der Lava bekommen. Ich habe Schaden, dass du nichts bekommen. Oh ne, muss ich alles so rauslaufen oder was? Bitte, warum bist du nicht einfach über das Dach gelaufen? Ich weiß nicht. Hilfe, ein Bogenschütze, stirb! Ich komme hier gar nicht mehr raus, ich tippe mich mal kurz zu dir. Moment. Danke. Wo gehen wir jetzt hin? Oh, cool. Ja, wir müssen wieder zurück, so lange, bis die Abkreuzung kommt, wo wir noch nicht waren. Dürfen wir eigentlich Tiere töten? Da stand nicht in den Regeln. Stimmt. Dürfen wir auch eigentlich Allgemeinblöcke abbauen? Ich weiß nicht, ob ich schon mal gefragt habe. Also Allgemeinblöcke abbauen dafür? Krüger, auch Krüger, Mann. Darf man, oder? Blöcke abbauen darf man nicht, ne? Ah, nee, darf man nicht, okay. Ja, ich habe bei den Regeln nicht so aufgepasst. Wie immer. Na ja. Oh, das. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter. Ja. Warte, wir müssen jetzt mal in die Abkreuzung gucken, wo wir schon überall waren. Da kommt eine Spinne ankommen. Ich würde ja furchtbar gerne, ein Enchantment Table haben. Warte mal, wir waren hier beim Waldtempel, waren wir bereit. Ich glaube, wir müssen wieder ein Stück zurücklaufen. Wow, ich hab... Machst du den Regen raus? Oh, ich hab grad außerdem auf Halbbild gemacht. Ich werde mal kurz gucken. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Okay, einfach 5 Minuten draufrechnen. Das schaffe ich schon. So, kommt in der Aufnahme. Perfekt, ich hab's geschafft, den Tast zu wechseln in der Aufnahme. Super. Ach so, ja, natürlich. Der ist echt ein bisschen nervig. Den kann man ausmachen. Der bringt uns sowieso nichts. Ja. Leck. Ja, Frame-Einbruch. Ist klar. Hau ab, Skelett. Dich braucht keiner. Ich habe gerade dauernd Frame-Einbrüche. 8 Frames, 7 Frames. Ach, jetzt geht's wieder. Fängt sich wieder. An Items irgendwie? Das war nix in den Dings. Ich weiß, so wäre ein bisschen viel. Regeln irgendwie in der Beschreibung oder so. Weil, ich meine, wer braucht schon so eine komische Schallplatte? Haben wir erst 4? Achso, stimmt, du hast ja irgendwas mit Diamanten gekauft, ne? Umbraten, alles. Ich brate mal gerade meinen Fisch hier so.
Stimmt, ich habe auch was zum Braten, glaube ich. 3 Fisch habe ich noch hier. Und ich habe sogar noch 2 Kohle. Dafür brauchen wir mindestens eine. Ich tue mal die Kohle auch in die Ender-Chest, ja, ne? Die brauchen wir so eigentlich nicht. Ohne. Und noch ein bisschen Essen für den Notfall. Ich bin hier noch eingedeckt mit verrottendem Fleisch, Schweinefleisch und so weiter. So, die restlichen Fische gehören dir und ich habe noch ein Schweinefleisch. Ist eingeschmolzen. Wo bist du denn? Du bist schon vorgelaufen. Hier. Na, ich bin ja, nur ein bisschen durch die Gegend gelatscht. Wofür brauchen wir die Zombies? Achso, den Fisch hier. Ich glaube, das ist nur so als Gag geeignet. Weil die brauchen wir ja sonst nicht, oder? Das sind sinnvolle Sachen, oder? Wie zum Beispiel so eine Angel. Ich meine, die ist ja relativ sinnvoll, weil wir einfach. Oh, köstlicher Fisch habe ich in der Errungenschaft erzielt. Ich mache mal schnell noch mein Schweinefleisch. Super, bringt mir nichts. Wir müssen das Mikro ein bisschen optimieren. So, also ich bin wieder fertig, eingedeckt. Wow. Oh, dann los. Ja. Hier, Tür zu, wir sind höflich. Okay, hier. Ich würde jetzt wirklich gern nach da oben. Und da können wir doch mal kurz vorbeischauen. Weil wir wissen noch gar nicht, wo der Eingang ist. Nein, da oben, da sind aber so Blöcke in der. Das ist wie so ein Easter Egg praktisch. Jump. Ja, ich habe ihn gefunden. Der zweigt sich da vorne ab. Zweigt er sich ab. Also hier, da hinten kommt er von dem Weg bei dieser Waldhütte da. Ach, das ist sogar hier irgendeine Burg oder sowas. Ja. Halloween, Easter Egg. Hab's doch ja gewusst, dass ein Easter Egg ist. Easter Egg. Din, din, din. Halloween, Easter Egg. Din, 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 din. So. Jetzt hat man noch allen Secret Chests und sowas. Oh, hier ist eine Jump'n'Run Action. Oh. Ja. Wo kann man eigentlich hochklettern? Oh. Ich hoffe, du meinst das hier mit Jump'n'Run Action, weil das sieht spaßig aus. Ich bin gefallen, ich bin tot. Ah, okay. Cool. Ah, zum Glück war ich im Spawner. Puh. Hab's überlebt. Da fällt mir auf, ich sollte eigentlich mal wieder 500 Jumps to Success aufnehmen, aber ganz ehrlich, ich habe null Bock, diese Map aufzunehmen. Oh, was ist besser? Nee, ich glaube, ich nehme hier Schutz 1 als Fußkettenschuhe. Ich kann dir Thorns 3 Stiefel geben. Was war denn da oben alles drin? Da waren 18 Diamanten drin. Und halt ein bisschen Zeug. Perfekt. So muss es sein. Warte, ich TP mich aber bitte zu dir. Oh ne, ich bin auch bei dir gespawnt. Ist egal, ist egal, ist egal. So. Okay. Wohin jetzt? Ich würde sagen, wir können weiter. Wohin? Nicht gut, ja. Das war halt nur so ein kleines Easter Egg hier. Ein bisschen Score gehabt. Also. Auf den Baum hier drauf. Denn hier oben ist eine Kiste. Wohin gehen wir? Die ich nicht öffnen kann. Bei mir lädt das so. Wo? Okay. Ich bin da. Ich bin gerade wo bist du? Auf dem Baum drauf. Der mitten in diesem Auf welchem Baum? War. Ach, da ist ein Baum. Ach, der also Baum. Mit. Ja. Hey, ich will auch ein paar haben. Ich hab Kürbisse bekommen. Du snackst immer alles vor mir ab. Bekommen. Mach mal daraus ein Kürbiskuchen nochmal. Ja, guck, ich hab einen. Kürbiskuchen, geht es? Wieso wusste ich das nicht? Aber ich weiß halt. Ich weiß halt nicht, wie Ich kam mit der neuesten Sinn hinzu. Ich weiß halt nur nicht, wie ich den crafte. Das wusste ich gar nicht. Wahrscheinlich so wie mit Melon, halt nur mit dem Kürbis. Mit Melon. Keine Ahnung, wo ich gerade war. Mal wieder ganz woanders. Warte kurz, ich schlachte noch nicht schnell. Ja. Oh, die kann. Wenn das die kriegen. Das Huhn abschlachten, was bist du für ein. Oh, das Huhn hat gerade geworfen. Die Troppen? Nö, bei mir auch nicht. Ich stell kurz mal den Sound ein bisschen lauter. Weil. Ja, bei mir gerade auch nicht. Okay, schade. Egal. Ich hab schon 10 Level. Wie viele Level hast du? 3.
Oh, das ist eine kleine Höhle, aber können wir wahrscheinlich nicht rein. Nur mal kurz reinlunzen, vielleicht gibt's da ja irgendwas. Oh, Oh, da sie ist beleuchtet. oben ist ein Secret. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich hab auch eine Truhe. Truhe. Diamanten, Kohle und Wurftrank der Ich hätte auch hier sofortigen irgendwann Heilung. Enchantment-Bottles. Finde ich gut. Brauchst du die jetzt? Diesmal für dich? Dann bleib stehen. Dann bleib stehen einfach. Ja, wär nicht schlecht. Fände Dann ich bleib stehen. relativ sehr gut. Wärst du mir Ja, voll das gegen kannst du auf Kopf. deinen Boden werfen. Ja. Das war schon. Und Boah, ein nicht Level schlecht. gestiegen immerhin. Gut. Ich würde sagen, wir laufen mal wieder zurück zur Burg, Richtung Norden oder was das war. Ja. Da hinten bei der Burg Richtung Norden. Also wenn man bei der Burg steht Richtung Norden, dann geht's ab zum irgendwas. Auf jeden Fall sah es da auch sehr vielversprechend aus. So, hier waren wir bei dem Secret hier. Was war hier? Am Anfang der Hier Folge. waren wir, ja. Also wenn wir 20 Minuten Folgen machen, haben wir jetzt gerade die erste Okay. gemacht. Ah, Dann hatten wir hier einen ist noch ein zweiten. Tempel. Was ist denn das für einer?